Hallo und willkommen zu einem neuen Wildkräuter geschmeidigen, zu einem geschmeidigen, geschmeidigen, vom geschmeidigen, 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 geschmeidigen Macher, gell? From the smoothie maker. A smooth smoothie from the smooth smoothie maker. Okay, heute sind die Zutaten. Eine ist so ein Drittel, eine Ananas, die kleinen suchen. Genau. Und am besten, man nehme einen Power-Mixer, der eine hohe Umdrehungszahl hat, vielleicht so 30.000 Umdrehungen in der Minute. Wer sich das leisten will oder kann. Wer es nicht kann und nicht will, der nimmt halt einen anderen Mixer oder macht es überhaupt nicht. Macht auch nichts. Wenn man es nicht macht, macht es ja auch nichts. Schauen wir mal. Dann werfe ich noch drei Datteln hinein. Und dann komme ich zu den Wildkräutern. Da ist hier das berühmte Franzosenkraut, eingeschleppt von den Franzosen. Kann auch jeder wieder nachgucken im Internet oder in der entsprechenden botanischen Literatur. Franzosenkraut hinein. Mit dir. Du schönes grünes Kraut. Danach kommt der Knöterich. Der Ackerknöterich. Nein, wie heißt der? Der Knöterich, der gemeine Wiesenknöterich. Ein Knöterich. So. Und zwar, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Das macht ja auch viel aus. Wenn man nicht mehr weiß, wie es weitergeht, füllt man den Becher mit Gänsefuß. Das hier. Ich war gerade Fahrradfahren und da habe ich entdeckt, dass da Erde aufgehäuft wurde, weil die für Baumaßnahmen gemacht wurden. Und genau auf diesen aufgehäuften Stellen, abseits des Weges, hinter dem Bauzaun, wuchsen diese wunderbaren Kräuter. Anscheinend mögen sie neue, aufgeworfene Erde und die Samen sind schon drin oder fliegen irgendwie drauf und auf einmal regnet, die Sonne scheint und dann wächst das fröhliche Kräut heraus. So, ich mache so ungefähr halbe von dem guten Zeug hier rein damit. Wer weniger will, weniger Grünzeug, wer ein Anfänger ist, der macht halt weniger und mehr Früchte. Und dann braucht man natürlich Wasser dazu. Haha, hier rein damit. Ungefähr so unteres Drittel. Kommt drauf an, wie flüssig man es haben will. Und dann wird gemixt. Ganz flott. Das war's schon. Hier. Einmal ein anderes Gefäß. Vielleicht das hier. Wie sieht es gleich aus? Schön hellgrün. Hier noch mehr Kräuter rein können. Hier einmal. Auf den grünen Planeten. Die grüne Grünlichkeit. Und natürlich alle Blütenfarben und so weiter. Und auf das Selbst. Das sich unendlich selbst erfahren muss, ob als Smoothie-Trinker oder als amöbenhaftes Raumschiff, das möglicherweise macht. Zum Wohl. Hallo, hier noch eine kleine Nachbesserung für meinen Smoothie von vorhin. Ich schneide ja die Videos vielleicht zusammen. Ich hoffe, es klappt. Ich tue noch einen Pfirsich rein.
Und noch einen halben. Bisschen abwaschen. Ich habe schon was getrunken. Es schmeckt sehr intensiv. Ah, und jetzt wird nochmal gemixt. Dazu gegeben, weil die Ananas ist natürlich sehr faserig, ein bisschen faserig, und der Pfirsich ist mir so weichlich, so ähnlich wie Banane, nur ganz anders. Weil Banane schmeckt ja anders als Pfirsich. Zum Glück. Danke. Auf den grünen Planeten noch einmal. Auf Wiedersehen, liebe Schau. Wahnsinn. Der hat einen Spack. Hoch. Mit dem Pfirsich, Grün und Ananas. Halleluja. Aloha. Auch wieder geschönt. Schon wieder. Schon wieder schön geschönt.